Ja, guten Morgen. Bitte. Also Kohl ist ja eigentlich das typisch deutsche Wintergemüse. Wir pflanzen den zu Hause selber an und wechseln das Land halt regelmäßig mit einem Bauern. Man sollte den Kohl nicht 2 oder 3 Jahre hintereinander auf dieselbe Stelle pflanzen, sondern wir tauschen mit dem Bauern. Wenn der Bauer da letztes Jahr Mais drauf hatte, dann kommt nächstes Jahr der Kohl da drauf. Und dann wächst er auch. Ja. Ja, Sauerkraut machen sie, indem sie den erstmal sauber machen. Dann wird der geviertelt, der Strunk muss raus, dann wird der gehobelt in der Hobelmaschine. Und dann sollte man große Tonfässer haben und dann wird er gestampft. Der gehobelte Kohl kommt rein, dann kommt immer ein bisschen Salz drauf. Wir machen noch Wacholderbeeren rein und wieder eine Lage Kohl, Salz, Wacholderbeeren, bis es fast voll ist und dann immer nachstampfen. Man sagt, ein Liter Fass, zum Beispiel 50 Liter, nimmt man 50 Kilo gehobelten Kohl. Und dann muss man das, weil das anfängt zu gären, regelmäßig sauber machen, einmal die Woche, zweimal die Woche, das sieht man. Und nach 6 Wochen ist das Sauerkraut fertig. Da kann man ja viele Variationen draus machen. Man macht Sauerkraut draus, man macht eine Kohlpfanne draus, manche machen Kohlrouladen da draus. Verzehrbar. Gerne. Die haben wir auch. Haben wir. Okay. Bitteschön. Es geht ja. Ich habe es gehobelt. Schöne kleine Schnitzel. Im Garten haben wir schön mit unserem Holzhobel den Kappes geschnitten, dann gewürzt mit den Zutaten. Das Rezept kommt zum Schluss. Und dann können wir jetzt den Kappes, die Schnipsel, hier reinsetzen und dann schön stampfen, bis wir das Fass voll haben. Hier sind ungefähr 13 Kilo drin und die stampfen wir jetzt runter und hier oben bleibt nachher ungefähr 2 cm, 3 cm Saft stehen und so lange müssen wir ihn stampfen, bis der Kraut da drin ist. So, und als nächstes, wenn wir damit fertig sind und mit dem Stampfen fertig sind, kommt der Gärspund drauf. Der Gärspund hat den Vorteil, jetzt kommt keine Luft mehr rein. Und der Vorteil ist, gegenüber den Tonfässern, dass wir nicht regelmäßig den Rand mit Wasser gießen müssen, sondern der Gärspund, der bleibt jetzt 6 bis 8 Wochen hier drin und wir können den jetzt zum Nikolaus ungefähr nach 6 bis 8 Wochen essen. Guten Appetit!